herzlich willkommen zurück zu, nicht zu Howdy's Handy durch die Gegend, nein, zu What Remains of Edith Finch. Mein Handy ist gar nicht durch die Gegend geflogen. Hier haben wir Gregory, Dawn und Gus. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Ein Gedicht für Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said in teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Wie cool! Ich kann's kaputt machen! Ich schaffe es. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Yay! Aber wie cool das gemacht ist, man muss erst durchfahren. But though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. Make his cry. Vielleicht hänge ich im Baum drin oder so. Uah. Hier ist was. War was? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Komm hier. Hier ist wieder was. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Es zieht ein Sturm auf. Merkt es im Hintergrund? Es hat angefangen zu regnen. Und da hinten ist schon das Haus. Ach, da unten. Es regnet auf jeden Fall. Wow. Okay, es zieht ein Sturm auf. Aber was für einer. Wie geil. Boah, jetzt blitzt es auch noch. Oh, cool, das fliegt mir alles hinterher. Da ist was. Aua. Ich hab's gleich. Jetzt hab ich's. Thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Was ist das für ein Vater, wenn ein Sturm ist? Sagt er einfach nur, mach die Musik lauter, hör den diesen Sturm nicht. Ich wünschte, ich könnte. Oh Gott. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Und so starb Gus. Wahrscheinlich vom Sturm erfasst. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Der Sturm hat ihn wahrscheinlich dann mitgerissen. Den kleinen Gus. Gregory. Das Baby, was ein Jahr alt ist. Nein. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Jetzt ist mir der kleine Gregory in der Badewanne. Oh Gott. Ich finde das voll cool, aber ich will doch jetzt nicht den kleinen Jungen hier sterben lassen, oder? Er sah Dinge, die der Rest nicht sah. Was sah er denn? Yay, der Frosch bewegt sich. Mach doch das Wasser raus. Mach doch das Wasser raus.
Hello? Mach doch das verdammte Wasser da raus. I wonder what he saw. Frösche, die hüpfen und quakende Dinge. Ja! Gleich hab ich's! Nein! Ja! Hui! Wie cool! Yeah! Ja, da war alles auch da. Der Roboter. Hui! Boah, ich komm nicht so hoch. Nochmal! Hui! Ich hab die Seife! Nichts klingt hier albern. Ja, Gregory ist glücklich. Ich meine, ich wäre auch glücklich, wenn hier alles so rumspringt. Ja, das Wasser geht raus. I don't want Gregory to hear this. Was soll denn Gregory nicht hören? Whee! Gregory! Whee! Jetzt geht's los! Ja! Yeah! Nicht hoch genug. Nochmal! Ja! Yeah! Nein, er macht mir das Wasser rein! Nein, er macht mir das Wasser rein. Er trinkt. So much I don't understand. About Gregory. Und jetzt schwimmt not er. Everything. Das Baby schwimmt in seinen letzten Atemzügen, denke ich mal. Oh Gott. I know what happened. It wasn't your fault. Es war deine Schuld. Weil du als angerufen hast. Good luck, Kay. Love, Sam. Und so starb der kleine Junge in der Badewanne. Wir haben jetzt die Geschichten falsch rum erzählt. Weil erst stirbt das Baby und dann stimmt Sam. Egal. Wir lernen aus der Geschichte, lass niemals ein Baby allein in der Badewanne. Doch was ist mit Gus? Was ist mit Dawn? Hier ist nicht meine Matratze. Hallo. Race Flag Breakfast, Quit Time. da geht's irgendwo hin. My mom moved up to the loft after her brothers died. Sie lebt auf dem Dachboden. Dein Ernst? At the time, it was as far away as she could get. Die ist dann jetzt immer hier hochgeklettert, oder was? Eine Bibel. Religion was another thing my mom never talked about. But I think it helped her a lot after her dad died. Dawn, Sanjay. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ah, hier kommt mal so ein kleiner Sanjay. Cool. Muss aber auch noch irgendwas sein, oder? Um die Geschichte zu Mama. Wo ist die Geschichte? Komm, ich finde sie. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English.
Louis was born a year later. Ein Jahr später kam Louis. Du bist immer höher, Mädchen. Oh, wir sind gleich ganz oben. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Mint, Team, Sage, Basil, aber alles ein bisschen. And see kids in the house again. Milton, Louis. Oh, die haben es ganz schön getrieben. Ich meine, so viele Kühe. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Noch größer das Haus. And for a while, things were good. Almost normal. Hier ist eine Schule. Da brauchte man die Kinder gar nicht mehr in die Schule zu schicken, weil es hier eine Schule gab. Edith, Louis, Milton. But it didn't last. Aber es hielt nicht lange an. Das glaube ich auch. Denn diese Familie ist verflucht. Diese Familie kann nicht lange glücklich sein, habe ich das Gefühl. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ein Schloss. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Ein Zimmer voller Gemälde. Milton. Und auch hier. Kein Todestag. Hier ist das Fenster, wo wir rein können. Jetzt noch was. Nee. Kann einfach nur im Kreis laufen. Okay. Soll ich Milton noch in dieser Folge machen oder schon in der nächsten? Ich mach's jetzt. Der hier. Milton. Der Maler. Voll das schöne Schiff. Ist alles voll schön. Yeah! Milton. Die Geschichte zu Milton. Voll der schöne Ausblick. Da geht's noch höher. Da geht's noch viel höher. Alter Schwede. Milton Finch in Der Zauberpinsel. Ach, er hat sich selbst gemalt. Ach, oh. Hä, was passiert da? Kommt da noch was? So geht's schneller. Er malt eine Tür. Und verschwand in dieser Tür. In wahrscheinlich sein eigenes Reich. Und so verschwand Milton. Milton starb nie, weil er einfach in seine eigene Welt abtauchte. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors.
whatever Milton had found in the house. Mom didn't want it getting out. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich seine Fantasie. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ich bräuchte jetzt einen Speicherpunkt. Und jetzt gehen wir zur höchsten Stelle des Hauses? Nein, weil es ist kaputt. Hä, wie kommen wir jetzt hin? Hier geht's weiter. In ein Boot. Er macht überall die Türen auf, dann zieht's voll rein. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Ja, was noch? Nach Hanf riecht, gell? Aber dieses ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Bis dann.